kann ein Christ verloren gehen? Ich weiß das sehr wohl, das wird sehr unterschiedlich diskutiert in mancherlei Kreisen. Und ganz große Gottesmänner waren in dieser Frage unterschiedlicher Meinung. John Wesley, der bekannte englische Erweckungsprediger, meinte, ein Gläubiger, wenn er sich von Gott lossagt, geht er wieder verloren. Und Spurgeon meinte, einmal gerettet, für immer gerettet. Jetzt haben wir zwei Ansichten. Was müssen wir tun? Wir müssen die Bibel befragen, was die richtige Antwort ist. Zunächst einmal wollen wir festhalten, ein wiedergeborener Christ, also der sich wirklich zu Jesus bekehrt hat, für den gilt, dass niemand ihn aus der Hand Jesu reißen kann. Das ist verbürgt. Johannes 10, da lesen wir, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also wenn wir uns wirklich bekehrt haben, dann dürfen wir das ganz fest glauben. Aus seiner Hand reißt uns niemand mehr. Da kann kommen, was will. Und Paulus sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Leben oder Tod oder was es immer auch sonst noch gibt, uns trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts. So fest sind wir einprogrammiert in die Hand des lebendigen Gottes. Und im Buch Jesaja steht, dass unsere Namen sogar in seine Hände geschrieben sind. In diese Hände, die am Kreuz durchschlagen wurden. Also wenn das nicht gewiss ist, weiß ich nicht was. Das ist gewiss, hundertprozentig. Das dürfen wir wissen. Aber im Gleichnis erfahren wir hier etwas ganz anderes. Hier steht, was ist denn das für ein Mann, dieses Gleichnis? Ist er ein wiedergeborener Christ? Mit Sicherheit nicht. Denn er zeigt keine Frucht. Und das ist das, was Jesus uns gegeben hat als Kennzeichen, ob er ein wiedergeborener Christ ist oder nicht. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Und der Jesus unterscheidet zwischen einem guten und einem faulen Baum. Nun, der gute Baum bringt gute Früchte hervor und der faule, faule Früchte. Ganz einfach. Auch hier wieder ein Gleichnis, wo Jesus uns ganz klar die Antwort gibt. Welche Frucht sehen wir hier bei diesem Knecht? Unbarmherzigkeit. Unbarmherzigkeit ist eine faule Frucht von einem faulen Baum. Aber wir haben gesagt, er war kein Gottesleugner. Was ist er denn? Der war ein Namenschrist, der wohl Kirchensteuer gezahlt hat und was weiß ich, hat sich selbst als Christ bezeichnet. Aber in seinem Leben war nichts davon zu sehen, dass er ein wiedergeborener Christ ist. Seine Früchte waren, eine grausame Unbarmherzigkeit, die sich hier offenbart hat. Aber die Barmherzigkeit ist eines der größten Güter, die wir Gott bringen können, wenn wir wiedergeborene Christen sind. Darauf legt Gott ganz, ganz großen Wert. In Jakobus 2, Vers 13 lesen wir, ohne Gnade wird dann über den das Urteil gesprochen, der selbst kein Erbarmen gehabt hat. Wer aber barmherzig ist, braucht das Gericht nicht zu fürchten. Wichtiger Satz. Wer barmherzig ist, braucht das Gericht nicht zu fürchten. Gott fragt nicht, ob du dieses oder jenes Gesetz eingehalten hast im Gericht, sondern er wird dich fragen, warst du barmherzig? Wenn du barmherzig bist, hast du bei Gott gewonnen. Das sehen wir auch in Matthäus 25, da kommen ja Leute zu Jesus, die haben noch nie etwas von ihm gehört. Die wissen gar nicht, wer Jesus ist. Und der Jesus sagt ihnen, ich war hungrig gewesen, ich war krank gewesen, ich war gefangen gewesen. Ihr habt mich gespeist, ihr habt mich getränkt, ihr habt mich besucht. Und da sagt Jesus, das habt ihr mir getan.
Das heißt, sie erreichen das Reich Gottes, indem sie Barmherzigkeit getan haben. Obwohl sie irgendwo gelebt haben, wo das Wort Gottes nie hingekommen ist. Das ist auch wichtig zu wissen. Die Barmherzigkeit ist etwas sehr Wesentliches. Und dieser Mann hier im Gleichnis handelt völlig unbarmherzig. Was können wir daraus schließen? Der ist verloren. Der hatte soeben den Himmel gewonnen. Das ganze Himmelreich war sein, weil ihm alle Schuld vergeben war. Jetzt kehrt er um zum Falschen, wird unbarmherzig und jetzt marschiert er ab. Wohin? In die Hölle. Weil ja er ohne Sünde nicht in das Himmelreich eingehen kann. Das ist knallhart. Das sagt die Bibel auch. Und das dürfen wir auch nicht unterdrücken.